Herr Fischer, Sie wissen, warum Sie hier sind und möchte mich zunächst mal recht herzlich dafür noch einmal bedanken, dass Sie den Weg hier zu uns gefunden haben und Sie werden sich bestimmt gefragt haben, warum Sie ausgerechnet auf diesem neuen Geldschein abgebildet werden soll. Wir haben eine Umfrage von der Firma Sympatec mit 1000 Befragten erstellen lassen. Uns ging es in erster Linie darum, was finde ich sympathisch an diesem Zielobjekt, was finde ich weniger sympathisch, und Sie waren unter den Top 5 dieser Liste. Auf die Aussage, Gottfried Fischer kann ich täglich sehen, antworten 87% der Befragten zustimmend. Das ist absolut erstaunlich, wenn man bedenkt, dass äußerst populäre Persönlichkeiten wie der Papst zum Beispiel auf ganze 78%, Maria Hellwig mit 62%. Sie sehen, Sie sind ein gefragter Mensch, das spricht für sich, Herr Fischer. Ja, der Papst kann ja nur nach mir kommen, weil Papst ist nur katholisch und ich arbeite ja für evangelische und katholische, also bin ich auch sicher bekannter als er. Fangen wir fort. Wen würden Sie als väterlichen Freund akzeptieren? 84%. Ulrich Wickert zum Beispiel kam auf ganze 83%. Also Sie haben den ganz knapp geschlagen. Ich bin auch älter als er. Das muss man auch so sagen. Ich habe ein paar Jahre Vorsprung und die Leute sind anständig zu mir und sagen, gut, der ist älter, geben wir dem ein paar Punkte mehr. Sicher. Bei den positiven Eigenschaften wurde erwähnt, den versteht jeder, den kennen sogar meine Nachbarn und der hat einen markanten Kopf. Werte. Sie. Ach so, es geht um mich. Es geht um Ihre positiven Eigenschaften. Ja, der Kopf ist eigentlich unverwechselbar, ja. Ist ganz klar. Mittlerweile. Und auch die Haare, gell, das ist klar. Ich habe früher Perücke getragen und heute habe ich sie halt wachsen lassen. Ich meine, das ist, Die Studie ist für Sie ja eindeutig positiv ausgefallen. Ich würde jetzt mal fortfahren in der Angelegenheit. Ja, bitte. Frau Frey, wenn ich bitten darf. Sehr schön. Das sind also Entwürfe, die wir da sehen. Wie sind das jetzt? Ja, bitte. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag. Herr Professor Jakobsen von der Kunstakademie Düsseldorf. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ja, das kennt Sie ja, jeder. Herr Professor, bitte. Ja. Nimm's bitte Platz, danke, wenn ich bitten darf. Ja, meine Herren. Warum bilden wir alle Künstler mit Kopfbedeckung ab? Metaphorisch denken, konkret handeln, subjektiv ausdrücken. Der Euro als neue Währung muss zum Leben erweckt werden. Gerade das Wohlbehütete, das unter einen Hut bringen, ist deshalb die Botschaft. Und warum? Weil Hut Mut macht, weil Hut Reichtum ausstrahlt und Charisma verleiht. Außerdem, wir alle wollen auf der Hut sein, dass uns niemand das Geld wegnimmt, oder? Vielen Dank, Herr Doktor. Ihre Sekretärin, bitte. Herr Fischer, dürfen wir Sie vielleicht bitten, dass Sie vielleicht sich hier in etwa hinstellen und kommen Sie... Ja, probieren Sie mal bitte zuerst den blauen, bitte sehr. Setzen Sie mal den Hut ab. Ich bin ja Wagner-Fan, das passt zu mir. Ja, sehen Sie. Ja, ich habe Wagner und so. Herr Fischer, darf ich Ihnen das noch so ein bisschen überlegen? So? Ja, so wäre das ganz schön. So, kommen Sie. Herr Fischer, die Fotos sind ausgezeichnet. Herr Professor? Danke Ihnen sehr. Auf Wiedersehen. Wie sieht jetzt der neueste Stand aus eigentlich in den Kandidaten mit den ich Zahlen? Die aktuelle? Dann wird das mal vielleicht mal aufholen. So, die Bieterliste, bitteschön. Danke sehr. Ich darf jetzt die Zuordnung vornehmen. Inge Meisel, 35.000, bitte sehr. Karl Lagerfeld, 109.000 bitte.
150.000 für Herrn Mario Adorf, bitte sehr. Hildegard Knef, 80.000, bitte. Ja. Maria Schell, 54.000, bitte sehr. Wie Sie sehen, ist es unseren Prominenten einiges wert, auf der nationalen Rückseite abgebildet zu werden. Ist denn die Bedeutung der Zahlen klar? Ach so. Sie wird ja nicht so teuer, Herr Fischer. Ist ja nur der Fünfer. Ich meine, wenn Sie auf einen anderen Schein wollen, da ließe sich schon was machen. Das darf ich nicht allein entscheiden. Da habe ich ein hohes Gremium bei den Chören. Aber so für mein Alter, nächstes Jahr 70, bin ich schon sehr dankbar und sehr zufrieden, auf der 5 starten zu dürfen. Gut, wunderbar. Was bieten Sie uns denn? Wie meinen Sie, bieten? Ja, abgebildet zu werden auf dem 5-Euro-Schein. Also vom ideellen Idealen, überhaupt vom Gesamtwert, kann man das, glaube ich, in Millionen gar nicht weltweit gesehen, da ist eine Million zu wenig. Vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe. Jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, wie das ausschauen wird. So, du machst dich doch sehr gut auf so einen Schein, oder? Kann ich sagen. So schön, herzlich willkommen in der versteckten Kamera.